wie ihr euch bei den Wochenaufgaben bzw. Monatsaufgaben hier für diese aktuelle Serie qualifiziert, und zwar für Online-Abenteuer qualifizieren. Einmal im Monat müsst ihr das machen. Und ja, es ist Sommer, es hat wieder neu angefangen und legen wir auch gleich los. Also, wenn ihr Festival draußen unterwegs seid, geht ihr auf Start und dann geht hier oben im Reiter auf Online-Abenteuer. Gewertetes Abenteuer. Ich empfehle einfach auch ganz rechts auf gewertete offene Rennen. Dann seid ihr nicht von einem Team abhängig. Ihr könnt einfach in ein Online-Abenteuer steigen und müsst dann dort einfach nur eine vorgegebene Rennserie absolvieren. Das heißt, im Normalfall, wenn ihr Glück habt, sind das nur 3 Rennen. Wenn ihr Pech habt, sind es eben 5 Rennen. Aber auch die gehen vorbei. Das Gute dabei ist, ihr müsst die nicht gewinnen. Also ihr müsst dieses Rennen nur teilnehmen, müsst noch nicht mal bis zum Ende durchfahren, ihr müsst nur dabei bleiben, dürft nicht rausfliegen. Das ist alles. Also eine total easy Geschichte. Als ihr das noch nie gemacht habt und das zum allerersten Mal macht, kann es sein, dass ihr sie zweimal fahren müsst. Einmal zum Qualifizieren und dann noch einmal, um einen Rang zu bekommen. Und das war's auch schon. Also einfach nur drauf, starten und ja, Abenteuersitzung gefunden, schnell es da gerade mal an. Das ist ein stinknormales Online-Rennen gegen andere Spieler, nicht gegen Driver-Tal. Kann ziemlich frustrierend und ziemlich nervig sein, aber da muss man eben einmal im Monat durch. Und das war's dann auch schon. Ich habe Glück, es sind nur 3 Rennen. Sauber. Dann machen wir doch mal mit. So, und was nehmen wir da? McLaren 12C Coupé. Warum eigentlich nicht? Warum nicht lackiert das? Das sieht schick aus. Kommt mit dem überhaupt nicht. So, also wenn möchte, kann mich jetzt hier begleiten und mir zuschauen. Aber alles Wichtige an Info habe ich eigentlich schon durchgegeben. Ich zeige euch nur, wie gesagt, dass es nicht nötig ist, hier dieses Rennen am Ende zu gewinnen. Ihr müsst nur bis zum Ende durchfahren. Wichtig ist, in meinem Fall waren es jetzt 3 Rennen. Alle 3 Rennen. Also ihr müsst wirklich alle Rennen bis zum Ende mit durchziehen. Und dann habt ihr das auch schon. Dann seid ihr qualifiziert. So, jetzt mal gucken. Der TJ schafft hier ein bisschen was zu reisen. Broadway. Kreuz. Okay. Ist das Winter? Das ist doch Winter, oder? Das ist doch nicht zu glauben. Wir haben eigentlich Sommer. So, und hier sehen wir, einer ist schon dabei, der bereits sich qualifiziert hat. Der das einfach nur weiterfährt, um in seinem Rang höher zu kommen. Der hat jetzt Rang 9. Das geht hoch bis zu Großmeister Rang 1. Das hängt dann tatsächlich davon ab, wie gut ihr in einem Rennen abschneidet. Und das ist aber für euch jetzt erstmal völlig egal, da wir... Wenn ihr das jetzt macht, so wie ich auch, aktuell einfach keinen Rang habt. Es geht nur darum, sich erstmal Rang 0 oder Rang 1 im Prinzip zu erarbeiten. Alles so ist dann gleich wieder an. Wichtig ist bei dem Rennen zu wissen, dass ihr bei Kollisionen, besonders wenn ihr einen Wandrand oder sowas, vom System verlangsamt werdet als Strafe. Soll verhindern, dass Leute ineinander reinkrachen. Sinnlos oder Wallride betreiben, was ja immer sehr nervig ist. Wie gesagt, es kann uns egal sein, ob wir gewinnen oder verlieren. Müssen wir dabei sein. Cyberprogramm nicht zu nehmen. Zum ersten Mal, dass ich das wirklich aktiv an einem Rennen sehe. Ich muss jetzt auch noch einen Testbericht machen. Ich habe die Zeit schon vorgehabt, aber irgendwie habe ich noch nicht dazu.
alles bezahlen können mit der Folge. Na gut, wäre es noch ein bisschen länger gegangen, hätte ich vielleicht zwar noch bekommen. Aber gut. Rang 9. Ich glaube, das ist der gleiche Rang, den ich dann auch direkt erreiche, wenn ich jetzt die drei Rennen beendet habe. Das liegt daran, dass ich das einfach schon mal gemacht habe. Also, wenn ihr es am allerersten Mal macht, kann es durchaus sein, dass ihr zweimal spielen müsst. Einmal, dass ihr einen Rang bekommt und dann nochmal für eine... zum ersten Mal zum Qualifizieren und dann nochmal für einen Rang. Allerdings ist es bei mir so lange her, dass ich das gemacht habe, dass ich das nicht mehr weiß und also ich habe gehört, durch Updates soll das weggefallen sein. Vielleicht könnt ihr mir dann in die Kommentare reinschreiben, ob sich da was geändert hat. Aber eigentlich reicht es, diese drei oder im schlimmsten Fall fünf Rennen einfach zu fahren. Das ist einfach ein geiles Auto. Hoffen, dass wir nicht so viel Schnee auf der Straße haben. Das bekommt man Wagen nicht so. Quadravitec. Ich glaube, den werde ich als nächstes mal testen. Natürlich nicht ganz so gute Zeit rausgesucht. Das ist vor allem schon besonders. Aber es wird trotzdem die Bilder. Extrem windig. Jetzt hat sie die noch schlechter als ich. Ich liebe ja wirklich Sonnenschein, aber direkt auf dem Fernseher bei Nachtrennen kann man es echt überhaupt nicht brauchen. Ja. Glück gehabt, gewonnen. Eigentlich wollte ich wirklich nur hinterherfahren. Ja, zur Not verlieren wir das mit Absicht mal. Einfach um zu zeigen, dass es wirklich die nötig ist zu gewinnen. Was machen wir? Gewinnen oder verlieren? Ah, wir fahren mal vorne mit und dann halte ich an und lasse die anderen mal vor.
nur um zu zeigen, dass wir, wie gesagt, wirklich nicht gewinnen müssen. Das reicht dabei zu sein. Toyota Beira. Alles klar. Interessant. Lexus LFA. Der ist eigentlich nice. Wahnsinns V10. Ein irre geiler Sound. Dass er mit seinem Cyberpunk-Auto vorne starten darf. Und dann ist das ja schön. Da macht es mit dem Verlieren aber recht schön. Ey. Hat ja auch traumhaft. Also wenn er einen guten Wagen auf S1 braucht, wenn man auch mal was gewinnen kann. Was ist das hier? Okay, stimmt, ja, ich wollte verlieren. Okay, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen. Ja. Sorry. Aber vertraut mir, wie gesagt, ihr könnt wirklich verlieren. Ihr müsst nicht gewinnen. Ihr müsst noch nicht mal bis zum Ende fahren. Ihr müsst nur drinnen bleiben, bis das Rennen vorbei ist. Und zwar alle dreimal. Völlig egal, welchen Platz ihr macht. So, und von der Wertung geht es jetzt auf, ja, direkt auf Rang 9. Also, nice. Und das war's schon. Ab jetzt gilt diese Aufgabe als erledigt. Die schauen wir uns auch schnell nochmal an. Super Auto, aber wenn man schon 3 Stück hat, was will man damit? Kennt ihr sicherlich. Da kann man sich was. Also ein Manko aktuell mit den Ladezeiten bei Fahrzeugen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Und so, jetzt gehen wir wieder auf Start. So, gehen auf die Festival-Spielliste. Okay, abgeschlossen. Bugatti Divo. Echt ein Höllengerät. So, und jetzt schauen wir mal. Tada! Serie 35 abgeschlossen. Und die gilt jetzt durchweg für das ganze virtuelle Jahr hier. Das heißt, das müsst ihr nur einmal machen im Monat. Und das bleibt. Das sind jedes Mal 21%, die ihr direkt bekommt. Hier, wir haben jetzt aktuell Sommer. Hier habe ich 87% abgeschlossen. Wenn ich jetzt auf Herbst gehe, obwohl der Herbst noch nicht angefangen hat, habe ich bereits 21%. Und das liegt einfach hier an dem Rivalenrennen oben und an dem Online-Qualifizieren, was wir eben gemacht haben.
Und das war schon. Lohnt sich auf jeden Fall. Macht das immer als erstes, da habt ihr direkt 21% und ruckzuck habt ihr euch die Autos freigespielt, die ihr dafür gewinnen könnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und genießt das Video. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder bei TojTV. Macht's gut!